Hoffnungsträger definitiv, Tom Kretschmer, ist im Tor zurück. Zwei Spiele außen vor. Jetzt ist er wieder da, wieder Stammkeeper. Und einer ist auch mit der Partie, der kommt ganz am Ende. Patrick Weihrauch, der so wichtige Mittelfeldmotor, war ja angeschlagen. Aber jetzt soll er den Tank wieder füllen, um die hier glücklich zu machen. Weihrauch treibt den Ball auch direkt mal nach vorne. Die ersten 20 Minuten sehen aber meistens eher im Angriff so aus. Aber vielleicht sorgt ja der erste Eckball für mehr Aufregung. Markus Mendler hat in dieser Saison schon zwei Bälle direkt verwandelt. Aber der hier ist nicht drin. Justin Ospelt passt auf. Danach ist es ein Spiel, was eher im Mittelfeld stattfindet. Und den ersten Standard, den hat der FSV und führt ihn so aus mit Ünlü Çiftçi. Ja gut, so kommt man natürlich nicht aus dem Abstiegsstrudel, in dem der FSV Frankfurt aktuell steckt. Mit diesen Abschlüssen reicht es nicht, auch nicht für Tim Görner. Der regt sich nämlich auf über fast jede Aktion und sieht dann irgendwann vom Schiedsrichter die gelbe Karte. Kurz vor der Pause nochmal Homburg. Gut freigespielt mit Patrick Weihrauch und dann dieses Foul. Offene Sohle, nur auf den Mann, aber es gibt nicht rot, sondern nur gelb. Für den Schiedsrichter war das hier wohl zu wenig, für mich die falsche Entscheidung. Schiedsrichter Bollheimer gibt aber normalerweise oft viele Karten. Hier gibt es die gelbe für den meckernden Benjamin Kirchhoff. Insgesamt 5 Spiele hatte der Schiedsrichter vor dieser Partie absolviert in der Regionalliga. Schon 24 gelbe Karten, 2 rote und einmal gelb-rot. Also viel farbenfroh bei ihm, immer aktiv und das vielleicht auch in der zweiten Hälfte. Aber erstmal sehen wir ein bisschen Offensivpower von Homburg mit Lukas Quirin, aber gefährlich wurde das im Endeffekt nicht. Quirin aber jetzt mal etwas weiter vor der Abwehr, damit mehr Power nach vorne kommen kann. Aber Frankfurt wird ihrerseits auch immer mal wieder gefährlich, besonders nach diesem Fehler. Da ist der Abschluss, aber Tom Kretschmer ist da. Sensationelle Rettungstat. Da muss Michael Heilig wegen diesem Fehler seinem Torhüter aber mindestens ein Bier spendieren auf der Heimfahrt. Das war nämlich richtig gut gehalten. Die Abwehr des FCH nicht ganz sattelfest, aber immer kämpferisch. Hier etwas zu wild von Kirchhoff. Und der hat schon gelb. Schiedsrichter Bollheimer mit der gelb-roten Karte. Karten sammeln auch in diesem Spiel. Homburg somit fast 40 Minuten in Unterzahl, aber zumindest vom Ergebnis her noch alles offen. Und Patrick Weihrauch ist auf dem Weg, muss schießen, schießt aber nicht. Und dann passiert das hier, er wird gefoult und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Oben gehalten an der Hand, unten am Fuß getroffen. Kann man geben, würde ich sagen. Der Spezialist dafür, Markus Mendler, und der macht's. 1:0 für den FC Homburg. Es ist der 4. verwandelte Elfmeter für Mendler in dieser Saison. 58 Minuten gespielt. Homburg auf 3 Punkte Kurs, aber einer weniger. Dennoch ist deswegen die Abwehrpower gefordert. Felix Weber, der Kapitän, jetzt auch mitten hinten drin und der verliert das Kopfballduell. Hier gegen den Angreifer, aber sie haben ja einen mit Tom Kretschmer, der heute absolute Lebensversicherung ist. Wieder die darauf folgende Ecke. Ünlü Çiftçi und erneut Tom Kretschmer. Er verriegelt das Tor hinten drin, aber Frankfurt jetzt wie im Powerplay wieder über die rechte Seite. Homburg kann kaum durchatmen und Ünlü Çiftçi. Aus der Totalen sieht das nicht so eng aus, aber hier erkennt man, wie knapp das dann doch im Endeffekt war. 58 Minuten gespielt. Wieder die Hausherren und da ist das Tor mit Peters, aber der Schiedsrichter entscheidet abseits. Hauchzart war das und Glück für den FCH. Jetzt mal etwas Entlastung. 70 Minuten gespielt. Homburg mal auf dem Vormarsch mit Dominik Schmidt und der knapp am Tor vorbei. Mendler wäre frei gewesen, aber in der Offensive fehlen manchmal so die perfekten Anspielpartner. Bei Frankfurt ist das nicht der Fall, Peters.
Matu Wieler, der Ex-Homburger, mit der Flanke. Und Peters hätte heute sicher schon 3 Tore machen müssen. Homburg kämpft aber sich rein und bekommt den nächsten Abschluss aufs Tor, Tom Kretschmer. Aber wieder zur Stelle. Wieder Flanke. Jetzt geht's in den letzten 10 Minuten des Spiels wirklich Schlag auf Schlag. Und dieser Ball muss eigentlich drin sein. Malik Lecknamore. Meine Herren, was haben die Chancen? Die letzten 5 Minuten laufen und wieder der Abschluss. Aber Homburg gewinnt am Ende knapp mit 1:0. Und Tom Kretschmer definitiv der Matchwinner. Ich denke, erste Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, haben das Spiel kontrolliert. Dann verliert der Schiedsrichter hier in der letzten Aktion in der ersten Halbzeit, glaube ich, seine Linie, wo er glatt rot zeigen muss. Dann läuft das Spiel in der zweiten Halbzeit ganz anders. Zeigt uns dann gelb-rot und dann war es eigentlich klar, was es für ein Spiel wird. Dass wir dann so schnell den Elfer bekommen, ist natürlich auch gut für uns. Und dann am Ende haben wir alles wegverteidigt und haben uns, glaube ich, die 3 Punkte wirklich verdient. Grundsätzlich war der Sieg wichtig, weil gestern Stuttgarter Kickers nur unsinnig gespielt haben. Ich habe die Jungs gesagt, Leute, wir können 2 Punkte gut machen, dann sind es noch 7 und dann sind wir wieder in der Verlosung, weil im Fußball ist alles möglich. Spielerisch kann der FC Homburg oder muss der FC Homburg auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Aber mit so einem Torhüter und vielleicht dem ein oder anderen Glückspunkt kann da nach oben noch einiges gehen.